Hallo meine Lieben, hier ist Orakel Labyrinth. Ja, hier hat drei Männer, es kann drei Frauen repräsentieren. Was ist bei diesem Menschen los? Was sind Themen momentan bei diesem Menschen? Vor allem was Bindung und Partnerschaft oder Liebe betrifft. Ja? Du kannst du 1, 2, 3 auswählen. Okay? Was bringen sie mit in eine Bindung? Oder wie sind sie in einer Bindung? Ja? Was sind das für Menschen, eine Bindung, Partnerschaft? Was geht bei denen um die Liebe? Wie sieht es da aus? Ja? Dann fangen wir mal an. Die wollte auch raus. Okay. Dann ist es halt drei Karten hier. Wie sind diese Menschen in der Partnerschaft, ja? Alles, was Partnerschaft betrifft, Liebe, ja? Was sind Themen bei dieser Menschen? Wie sind sie in der Liebe? Die wollte raus. Ist Zustand, ja? Was sie jetzt bei diesen Menschen sind, in Sachen Bindung, Liebe, Beziehungen. Und was raten dir die Engel? So, meine Lieben, dann fangen wir mal an, ja? Stapel Nummer 1, was hast du hier in der Liebe? Oh, Entschuldigung, ich muss es so. Problem, Problem, Problem bringt dieser Mensch mit. Selbstwert muss heilen bei ihm. Richtiger Zeitpunkt muss noch kommen. Glück, okay? Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Ja, und das ist ein Störfaktor in sein Leben, ja? Der Baum steht auf Lebenswege, ja, ist eine lange Prozedur schon, hat er zu kämpfen, dieser Mensch hier. Mit Selbstwert, Problem, Problem, Problem ist diese hier, Co-Abhängigkeit in der Liebe. Und im Winterzeit kann zur Verbesserung kommen in dieser Situation oder kommt etwas auf diesen Mensch zu, ja. Oder deswegen ist er kalt, zeigt die kalte Schulter zu dir. Ja, das kann. Du musst für jemanden schauen. Ja, das sind drei Männer oder drei Frauen. Ja, das sind jetzt das da. Und was sagen die Engel? Lausche in dich hinein. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Der weiß nicht, was bei ihm los ist. Okay, Staffel 2, hier sind zwei Karten.
Wahrheit muss heilen bei diesem Mensch hier, in Sache Liebe, Bindung, ja. Orgasmus, Glück. Er ist eine, was sehr wert liegt, das sexuelle Leben, ja. Hier sind zwei Karten gekommen. Kinder spielt eine Rolle, vielleicht hat dieser Mensch Kinder oder sein inneres Kind muss noch heilen. Und dieser Mensch hier zu dir hat eine gute, eine enge Beziehung, spezielle Beziehung, Seelengefährte. Ja, das ist ein Seelengefährte. Was kommt noch dazu? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, sein in die Liebe. Und 30 ist Harmonie, Familienkarte, Sexualität. In Resonanz mit Orgasmus. Ja? Und er hat gern Gerechtigkeit, dieser Mensch hier. Was sagen die Engel? Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, der Schleier wird sich bald lüften. Er möchte Gerechtigkeit in einer Sache. Okay. Stapel Nummer 3. Was hast du denn hier? Dieser Mensch hier. Problem bei diesem Mensch ist Naivität. Er ist naiv. Problem ist Fehler. Er macht viel Fehler in der Liebe oder Beziehung oder Bindung. Und er ist traurig, unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Er möchte mit jemandem, aber es wird nicht gleiche Liebe zurückgekommen zu ihm. Und das ist unerwiderte Liebe, so fühlt er sich in der Liebe. Es muss in Heilung gehen. Siehst du, Rivalin. Er hat das Gefühl, dass dieser Mensch, wo ihm die kalte Schulter zeigt, er hat zwei Frauen im Kopf. Ja? Oder sein Gegenüber, das kann auch eine Frau repräsentieren, hat er das Gefühl, dass er muss kämpfen um diese Liebe. Und das kann im Sommer passieren, diese Situation, oder ist in Heilung. Ja? Und die Engel wollen dieser Person sagen, sei nicht traurig, wenn mit dieser hier nicht klappt. Ja? Romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Vielleicht kommt etwas Neues auf ihn zu. Ja? Wenn hier nicht klappt mit dieser Rivalin. Ja? Oder er zwischen zwei Menschen entscheiden muss, wieder spüren, dass zu einem Mensch keine Liebe da ist. Oder dieser Mensch ihm keine Liebe gibt. Okay? Das war Stapel Nummer 3. Hoppla. So. Meine Lieben, ich ziehe noch 3 Karten. Abhängigkeit. Abhängigkeit. Heilung im Jetzt. Heilung. Inneres Kind. Umarme das Neue. Siehst du. Wenn hier nicht klappt, umarme das Neue. Romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Wow. Das war Orakel Labyrinth. Ich verabschiede mich. Bye.